sind bei den Steilklippen. Ja. Der würde mich mit einem Schwanzschlag finden. Oh, echt jetzt hier? Cool. Warte, ich kann ihn nicht treffen. Also schon, aber nicht töten. Okay, dann sind das NPCs halt. Okay, kann ich mitleben. Gut, ist ja eine längere Zeit her, dass ich hier aufgenommen habe. Und ja, ich hatte einfach viel um die Ohren, also privat einfach viel um die Ohren und dann auch beruflich Schichtwechsel gehabt und ich war eigentlich, boah, ich war eigentlich mehr am Schlafen als alles andere, muss ich ehrlich mal zugeben. Ich war einfach platt. Und deswegen gab es längere Zeit nichts von mir auf meinem Kanal. Sowohl Horizon Zero Dawn als auch Life is Strange. Weil Life is Strange, gut, hätte es weitergehen können. Aber selbst zum Rendern kam ich nicht. Ich habe ja die Episode 2 auch weiterhin komplett durch schon. Also in einem Rutsch aufgenommen. So, ich wollte mir nämlich die Türme mal angucken, ob ich da hochkomme. Und vielleicht sollte ich diesem Menschen mal sagen, dass er da nicht durchgehen kann. Hey, das ist ein... Ja, du bist wirklich sehr freundlich. Ja, deswegen sage ich dir das ja auch. Gut, geht es hier hoch? Gibt es hier Loot? Nee, also, wie gesagt, das ist ja aber ganz schön dunkel hier drin. Du bist eine Nora, oder? Vielleicht eine ihrer Stammmütter? Nee, eine Mutter bin ich nicht. Ja. Also, in diesem Turm komme ich nicht hoch. Ich wollte mir mal angucken. Nicht, dass ich da was verpasse. Kann ich was sehen? Da sehe ich das. In dem Turm. Ne, da scheint nichts zu sein. Da frage ich mich, warum ich die jetzt nicht töten konnte, obwohl ich die doch getroffen habe. Aber ich denke mal einfach, dass sie zu der Karte da gehören. Ah, jetzt bauen die hier wieder. Das ist doch schön. Ah, da komme ich, glaube ich, von der anderen Seite bestimmt drauf. Aber ich glaube nicht, dass es da auch was gibt. Das sind nicht mal große Paletten. Gut, nein. Hier gibt es nichts. Das heißt, wir haben nichts verpasst. Also das ist jetzt nur so zur Info. Oh, ist das geil. Oh, ich liebe dieses Spiel. Wahrscheinlich hält mich das auch so auf, warum ich dieses Spiel einfach nicht weiterhin durchspiele. Momentan habe ich sowieso das Gefühl, ich bin, ich guck mal eben, sehr storylastig. Aber, na gut, okay. Oh, hier ist ein Panorama. Das gucken wir uns mal an. Dann hätten wir nämlich das auch. Habe ich sonst noch irgendwas hier? Nope. Und ich muss sowieso hier lang, weil da ist die nächste Quest. Ich weiß, hier haben wir auch noch eine Menge Sachen zum Gucken und so. Das mache ich auch noch alles. Vielleicht sogar weiterhin, wenn wir näher zum Schluss hinkommen, dass wir dann mal so ein paar Sessions mal so irgendwann mal machen, dass wir dann wirklich so... Aber das Panorama liegt eh auf dem Weg. Also nehmen wir es mit. Es gab ein Update übrigens. Das heißt also, ich glaube... Ja, hier ist noch eine Fertigkeit. Das kann ich jetzt nicht machen, sondern das geht erst dann, wenn man das Spiel einmal durch hat. Ne, hier herstellen, Outfits, Modifikation. Kann ich auch nichts herstellen. Und zwar ist es dann, dass wenn man das einmal durch hat... Das sowieso erst dann. Dass man das Spiel nochmal machen kann. Alter, Walter, da ist ja so ein Dornenkiefer. Wie geil. Ich finde diese Viecher so genial. Und wenn man das dann durch hat, dann kann man das nochmal spielen auf dem Härte-Schwierigkeitsgrad. Also das nennt man dann Spiel neu plus irgendwie heißt das. Und man kann jetzt auch, ich glaube, ich kann es noch nicht, weil ich das Spiel noch nicht durch habe, aber sobald ich es durch habe, klappt das. Dann kann ich hier, ihr so Bemalungen im Gesicht rein verpassen, so Kriegsbemalungen halt, ne, und ja, das kann man dann alles so neu machen. Was für eine Rüstung habe ich eigentlich hier an Outfits? Warnung, Verderbnis. Diese Rüstung wurde hergestellt, um Elementen zu trotzen und hat sich in den extremen Bedingungen des Heiligen Landes okay. Was ist das? Das ist hart. Ah ja, typische Kälte.
Wir müssen mal gucken, ob wir uns nicht mal eine neue Rüstung holen können. Aber ich würde jetzt erstmal noch weiterhin mit der hier, weil die ist schon ziemlich warm. Aber sie friert ja eh immer. Ich glaube, man kann die wirklich nicht töten. Aber ist ja auch okay. Man muss nicht alles töten. Oh geil, das ist ein schönes Tor. Können wir um 3 T irgendwann. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich da bin... Alter, ist das Meridian? Kommen wir zum Meridian? Da geht's hoch. Da ist eine Vorratskiste. Und ihr wisst ja, meistens, wenn eine Vorratskiste ist, dann ist da auch meistens was anderes. Wo komme ich denn da jetzt lang? Ich möchte die Vorratskiste haben. Komme ich hier lang? Oh, das sieht schon geil aus, ne? Wenn das Meridian ist. Boah, ich glaube, da werden wir noch eine Menge Spaß haben. Und eine Menge Quest bekommen. Hier ist wieder was zu verstecken. Wahrscheinlich gibt es hier gleich die Breitköpfe. Jawohl. Aber hier komme ich auch nicht hoch. Ich will die ja eigentlich gar nicht angreifen. Und noch sehen sie mich nicht, das ist gut. Da ist ein Fuchs. Na, verrat mich doch nicht, Fuchs. Ach nö, jetzt regnet es auch noch hier. Doofe Seite. Gut, dich nehme ich mit. Das brauche ich später noch. Ja, das wirst du definitiv noch brauchen. Eine andere Sache. Ich gehe jetzt hier so durch. Vielleicht finde ich ja hier schon das Panorama. Aber ich glaube, das ist irgendwo da oben. Oh, muss das jetzt regnen? So sehr ich das Spiel ja liebe, aber ich mag das Wetter nicht. Ha, Regen ist gar nicht so übel. Sonst meckert sie immer. Ich bin nass. Oh, hallo. Ich wollte euch nicht wecken. Eines Tages werde ich ihm direkt in die Augen sehen und sagen, dass ich kündige. Du würdest nicht so gerne mit mir reden wollen, wenn du mich kennen würdest. Na, er ist ehrlich und er futtert. Gut, okay, jetzt bin ich also einmal um den Berg gelaufen für nichts. Die dürften mir eigentlich nichts tun, nur unhöflich sein. Ist ja gut. Okay. Wie komme ich jetzt da hoch? Wahrscheinlich ganz easy hier rüber. Hopp, kleines Äffchen. Ah, je höher, desto schöner das Wetter. Das ist doch mal, das ist doch cool. Oh, das Klettern ist auch verbessert worden. Sonst musste ich immer, wer weiß wie, suchen. Jetzt macht es das wirklich komplett alleine. Finde ich schön. Naja, fast komplett alleine. Hopp, hopp, hoch. Und nochmal hoch, dahin. Und da ist auch das Ding. Wie ich sagte, ne? Danke, 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 danke. Wow. Mach doch nicht sowas. Schön, als sie aussieht.
Apokashitsturm Turtag 9. Ich habe gerade mein Zelt hier aufgebaut, als Wyatt anrief. Ich kam so schnell ich konnte, aber du hast schon im Koma gelegen. Wir konnten uns nie verabschieden. Das angreifende Flugzeuge. Aber wie man sieht, war da nie eine Stadt. Und dieser Fels. Den haben wir jetzt auch, ne? Ja. Gefunden in der Nähe von Meridian. Eagle Canyon. Tatsächlich, wir sind... Die habe ich doch jetzt, ne? Ich habe schon zu viel dabei. Das... Boah, das... Nein! Ja, das war echt super von mir. Mhm, professionell. Naja gut, passte. Ich hatte eh einen Anruf bekommen. Also von daher konnte ich dann eh einen kleinen Cut machen. Ach ja. Abseilen. Ich frage mich ja, da ist ja so ein schöner See gewesen. Ob man den See auch besuchen kann. Dich nehme ich mit. Die kann ich bestimmt später gebrauchen. Komm schon, Eloy. Komm. Ey, ist doch nichts für dich hier. Das sind doch kleine Hopsasaspringen. Na gut, okay. Dann wollen wir uns mal Meridian anschauen, ne? Da bin ich jetzt mal so mega drauf gespannt. Es sieht ja schon mega aus, hier hinzukommen. Sieht so mega geil aus. Meridian Dorf. Es gibt auch noch ein Dorf. Was dann da unten ist. Okay, aber wir tun uns erstmal Meridian an. Diesen Teil mag ich besonders. Es tut mir leid. Aber alle eingeführten Waren müssen untersucht werden. Das ist eine Frechheit. Wir sind treue Bürger. Wie lange müssen wir warten? Soll ich hier sitzen und warten, bis alles verdirbt? Ich dachte, Meridian wäre offen für alle Tage. Ein bisschen Schweiß und harte Arbeit haben noch keinem geschadet. Da hast du recht. Okay, gut. Es gibt also... Ach, da ist noch ein Lagerfeuer. Jede Minute hier kostet mich gute Scherben. Ich habe überlegt, nächste Woche zum See zu kommen. Mir egal, wenn du glaubst, das sei Aberglaube. Rotschlund hat alle umgelegt, die ihn gejagt haben. Schatzkiste. Gratisprobe. Danke. Bald ausliefere, kündigen meine Kunden ihre Verträge. Verträge? Wie cool. Okay, das ist... Olin ist irgendwo da drin. Und auch Erend. Der andere Fremde, mit dem ich vor der Erprobung gesprochen habe. Erend sagte, er würde mich seiner Schwester vorstellen, wenn ich nach Meridian komme. Er sagte, sie sei Hauptmann der Garde. Bei der Stadtwache beworben. Erstaunlich. Die Stadt ist abgesperrt. Wegen des Mordes. Viel Glück beim Durchkommen, Fremde. Hier halten wir uns an die Gesetze des Sonnenkönigs. Wenn das so weitergeht, bin ich in einem Monat pleite. Händler aus Baden. Okay. Im Zentrum eines jeden Konflikts findet man einen Osserer. Hier ist also ein Mord passiert. Mal gucken, ob wir den aufdecken können.